Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video reagiere ich auf ein ganz besonderes Video des spirituellen Gurus namens Osho. Und auch hier, wie bei allen anderen Videos mit Freimaurerkontext, sei eine Sache vorab gesagt. Ich rede immer für mich als individuelle Person und niemals für die Freimaurerei als Organisation. Das ist meine persönliche, subjektive Interpretation und Meinung. So, dann will ich mal starten mit dem Video. Es ist ein Interview von Osho. Los geht's. You have no philosophy of life. No philosophy of life. I have life itself. There are. Vielleicht kurz hier einmal zur Unterbrechung. Das ist ein wichtiger Punkt, den er gerade sagt. Er wurde gefragt, ob er keine Philosophie hat für das Leben und er sagt, er hat das Leben selbst. Und das ist, glaube ich, gerade heute ein wichtiger Punkt. Wir haben in der Branche der Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich ein Stichwort überhaupt für die letzten Jahre gehabt und das ist das Thema Mindset. Alle reden um Mindset, über Mindset, du brauchst das richtige Mindset und so weiter. Das ist aus Sicht der Persönlichkeitsentwicklung durchaus richtig. Und auch aus Sicht der positiven Psychologie macht das durchaus Sinn, dass wir an unserer Einstellung arbeiten, wenn wir gewisse Sachen im Außen erreichen wollen, wenn wir unseren Körper verändern wollen, mehr Einkommen haben wollen, Dinge im Außen verändern wollen. Auf die Dinge bezogen ist das Thema Mindset ein relevanter Faktor. Aber, und das ist ganz entscheidend, beim Thema Spiritualität ist das nicht der Fall. Spiritualität setzt nämlich hinter dem an, was die Persönlichkeitsentwicklung Mind nennt. Das heißt, die Spiritualität versucht im Kern gerade diese ganzen Philosophien, Einstellungen, Mindsets, Glaubenssätze zu transzendieren und dir dabei zu helfen, zu erkennen, dass du mehr bist als dein Verstand, anstatt dein Verstand unbedingt umprogrammieren zu wollen. Are people who have philosophies of life, but they don't have any life. So, ich mache hier mal wieder auf Stopp. Das ist genau der Punkt, den ich gerade meinte. Er sagt, es gibt Menschen, die haben eine Philosophie über das Leben, aber kein Leben selbst. Und ich habe in der Vergangenheit oft die Beispiele genannt, oft das Beispiel genannt von dem Psychologieprofessor, der dir jede Frage über das Leben beantworten kann, weil er unglaublich fit ist kognitiv, aber vielleicht gar nicht das Leben selbst hat. Dadurch, dass er die ganze Zeit in seinem Kopf gefangen ist, sich die großen Fragen des Lebens stellt, hier oben nie in der Stille oder in der Ruhe ist, sondern rastlos ist aus kognitiver Sicht und eventuell sogar schon so weit, dass er eben nicht mehr in der Lage ist, richtig am Leben aktiv teilzunehmen, weil er die ganze Zeit alles analysiert, reflektiert, hinterfragt und so weiter. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, die intellektuell enorm fit sein können, ohne wirklich selbst am Leben teilzunehmen. Denn am Ende des Tages haben wir verschiedene Sinne, sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen und so. Und über diese Sinne nehmen wir die Welt wahr, wie sie ist. Oder zumindest ein Teil der Welt wahr. Wenn wir aber in unserem Verstand sind, in unserem Mind sind, in unserem Intellekt sind, dann nehmen wir halt in dem Moment weniger wahr. Das heißt, das ist die Idee der Achtsamkeit. Wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir wahrnehmen, sind wir weniger im Kopf. Im Umkehrschluss, umso mehr wir in unserem Kopf sind, umso weniger nehmen wir aktiv wahr. Weiter geht's. Your philosophy, if there is one, has been expressed in the three L's, love, life, laughter. Is that a philosophy of life? No. What, could you explain that? It is just a consequence of being silent and in tune with existence. Love arises in you. Life becomes abundant. Laughter for no reason
just because this whole existence is so hilarious. This is not philosophy. This is the consequence of being silent. Is it to an okay. Ganz wichtiger Punkt, der Interviewer fragt da, ob denn Leben, Lieben, Lachen keine Philosophie wäre, mit der Osho d'accord gehen würde. Und der Punkt ist, wenn man das Leben selbst ist, wenn man in der Stille ist, wenn man achtsam ist, wenn man rauskommt aus seinem Autopiloten, aus seinem reaktiven Verstand, aus dem Automatismus, der Konsequenz davon, dass man jeden Tag dasselbe macht, immer auf ähnliche Weise auf dieselben Menschen reagiert, quasi überhaupt nicht mehr bewusst am Leben teilnimmt, sondern überwiegend unbewusst agiert, dann nimmt man nicht aktiv am Leben teil. So, was hier passiert ist, ist Folgendes. Es wird höchstwahrscheinlich, ist jetzt meine Interpretation, in der Vergangenheit irgendjemanden gegeben haben, der sehr bewusst gelebt hat, der sehr, vielleicht jemanden wie Osho, vielleicht einen Buddha, vielleicht einen Jesus, vielleicht irgendeinen Menschen, der versucht hat, das, was Osho in seinen Videos beschreiben möchte, auch das, was ich auf meinem Kanal versuche zu beschreiben, dieses, wie Eckhart Tolle es genannt hat, im Hier und Jetzt sein, irgendwie in Worte zu packen. Und er wird darüber nachgedacht haben, wie könnte man das den Menschen verständlich machen? Und hat quasi seine innere Welt, seinen Gefühlszustand, das, was er erlebt dadurch, als Folge dessen, dass er jahrelang bewusst und achtsam gelebt hat, irgendwie versucht in Worte zu fassen und hat daraus dann gemacht, lebe, liebe, lache. So, für den Interviewer, der in meiner Wahrnehmung, ich kenne ihn nicht, ich habe auch nicht recherchiert, wer das ist, ein Mensch ist, der sehr im Kopf unterwegs ist, sehr dazu neigt zu intellektualisieren. Klar, in seiner Rolle als Interviewer muss er Fragen stellen, das ist logisch. Aber er versucht, die Welt in Schematas, in Konzepte zu ordnen, was wir ein Stück weit alle tun natürlich. Aber fragt Osho jetzt, ist das keine Philosophie, lebe, liebe, lache? Osho wiederum ist auf dieser Ebene, wo er das selbst erfährt und sagt jetzt quasi, dass das keine Philosophie ist, lebe, liebe, lache, sondern die Folge davon, wenn man das Leben eben auf diese Art und Weise lebt. Es ist nur das, was das Leben selbst ist, in Worten dekodiert, aber nicht das Leben selbst. Das ist das, was Buddha meinte mit Worte sind belanglos, denn sie sind nur der Finger, der auf den Mond zeigt. Wenn die innere Welt desjenigen, der die Philosophie lebe, liebe, lache ins Leben gerufen hat oder auf dem Bewusstseinsstand ist, auf dem Osho sein mag oder vielleicht ein Jesus war, ein Buddha war und so weiter, für den ist das eben der Mond, den er versucht, mit dem Finger zu beschreiben, mit Worten zu beschreiben, aber nicht der Mond selbst. Und die beiden reden jetzt etwas aneinander vorbei, weil Osho das eben selbst erfährt und der Interviewer sich aber an dieses kognitive Konzept festklammert. Also sehr witzig anzusehen. Machen wir mal weiter. Enjoy life and not worry about tomorrow. There is no tomorrow. If there is tomorrow, you cannot stop worrying about it. Tomorrow never comes. It is a process of worrying. Neither there is any yesterday. One is no more. One is not yet. All that is in our hands is the present moment, now, here. And this is a miraculous experience. If there is no yesterday, no tomorrow,
And this very moment you are silent, all worrying disappears, all imagining, dreaming, projecting disappears. And it is not that you have to enjoy this moment. That rejoicing arises out of this moment. But you are never here. You are always somewhere else. You are never in the now. You are always then. Otherwise, everything is available, but you are absent. I make my people to understand a very simple fact, not a philosophy, something existential, not philosophical. Okay, also, es ist sehr amüsant anzuschauen, weil der Interviewer immer noch versucht, die Folge des tiefen inneren Bewusstseinszustands, auf dem einem Osho ist, aber auf dem auch ganz viele andere Menschen im Laufe der Geschichte waren, kognitiv zu greifen, was ihm natürlich nicht gelingen kann. Darum fragt der Interviewer, geht es darum, sich keine Sorgen zu machen um das Morgen? Und Osho antwortet mit, es gibt keinen Morgen. Und ich möchte gar nicht auf die physikalische Interpretation von Zeit eingehen. Und ich bin auch kein Physiker, das ist nicht das, worum es mir geht. Aber wir können davon ausgehen, dass Osho klug genug gewesen ist, um dieses klassische Konzept der Zeit zu kennen. Ne? Wir waren alle jung, wir werden alle älter. Wir können uns morgen um 15 Uhr mit jemandem verabreden. Wir haben gestern um 14 Uhr vielleicht irgendwas zu essen, gegessen. Diese Folge davon, die kennt Osho selbstredend. Nichtsdestotrotz sagt er, es gibt kein Morgen. Wie kommt das jetzt zustande? Es gibt in der Spiritualität ein Konzept oder eine Idee, die jetzt mit Eckhart Tolle kürzlich erst wieder gehypt wurde, und das ist, sei präsent, sei im Hier und Jetzt. Und was damit gemeint ist, wenn Osho sagt, es gibt keinen Morgen, ist nicht, dass die Welt untergeht und es der morgige Tag nicht mehr geben wird, sondern es hat kein Mensch weltweit auch nur eine Sekunde in der Zukunft gelebt oder eine Sekunde in der Vergangenheit. Wenn die Zukunft kommt, kommt sie als Jetzt. Als die Vergangenheit da war, war sie als Jetzt da. Das heißt, es gibt so gesehen unser kognitives Verständnis von Zeit mit gestern, heute und morgen nicht, sondern was es nur gibt, ist aneinandergereihter jetziger Momente. So gesehen gibt es nur das Jetzt. Was ganz viele Leute aber machen, und ich kann mich da natürlich nicht komplett von frei machen, ist, dass wir im Hier und Jetzt sind, uns aber Sorgen machen über etwas, was in der Zukunft liegt und was noch gar nicht eingetreten ist und viel schlimmer, eventuell niemals eintreten wird. Wenn wir uns Sorgen darüber machen, was beispielsweise, wie das mit der Pandemie weitergeht, was passiert, wenn wir gekündigt werden und wir nicht mehr ruhig schlafen können, dann liegt das daran, dass wir im Hier und Jetzt, also heute, uns Gedanken über etwas machen, was irgendwo eventuell in der Zukunft mal passieren mag, ohne dass es sicher ist, dass das passieren wird, was aber als unmittelbare Folge hat, dass wir bereits im Hier und Jetzt, zum Beispiel abends, wenn wir im Bett liegen, nicht mehr so gut schlafen können, mehr Stress erfahren, dadurch mehr vielleicht Cortisol ausgeschüttet wird. Das heißt,
Als Folge davon, weil wir uns im Hier und Jetzt physisch, mental bereits in der Zukunft befinden, geht es uns im Hier und Jetzt schlecht. Deshalb macht die Aussage "There is no tomorrow", es gibt keinen Morgen, natürlich definitiv Sinn. Und das ist auch das, er sagt an einer Stelle auch, es geht noch niemals darum, den jetzigen Moment zu genießen. Denn das ist auch wieder so ein Ding der Persönlichkeitsentwicklung, dem ich nur bedingt zustimmen kann, oder des modernen Coachings. Genieß den jetzigen Moment. Nein, wenn man dir als Instruktion, wenn man dir als Anweisung gibt, den jetzigen Moment zu genießen, dann ist es sehr schwierig, das zu tun. Denn nur wenn du loslässt und akzeptierst, was da ist, ist oftmals die Folge davon, dass du im Hier und Jetzt bist. Und die Folge des Hier und Jetzt ist der automatische Genuss des Moments. Der eine oder andere wird dieses Phänomen kennen aus etwas, was man im modernen Coaching Flow-Zustand nennt. Etwas, wenn man in Arbeit, bei allen Sachen, beim Sport oder vielleicht selbst wenn man häkelt oder strickt zu Hause, wenn man total in dem Moment ist, bei der Sache selbst ist, sich nicht ablenken lässt, dann entsteht ein gewisses Wohlgefühl. Das ist das, worum es geht, wenn wir einfach präsent sind, wenn wir im Hier und Jetzt sind, wenn wir einfach tun, was wir tun, ohne darüber nachzudenken, das zu zerdenken oder zu analysieren. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel mit dir Sport macht, du bist passionierter Sportler, du bist im Hier und Jetzt, du kommst dabei in den Flow, es hilft dir dabei, deinen Kopf auszuschalten, du kannst es genießen als Folge dessen, weil du einfach präsent bist, weil du währenddessen im Hier und Jetzt bist, dann ist das für dich selber eine wundervolle Sache. Es hätte aber überhaupt keinen Sinn, wenn jetzt jemand das erste Mal zum Sport kommt, der das vielleicht sogar gar nicht so genießt wie du, dass du ihm sagen würdest, hey, genieß einfach den Moment. Derjenige wird sich wahrscheinlich dann zusätzlich verkrampfen und anspannen, weil er denkt, okay, ich muss den Moment genießen. Wie soll ich jetzt den Moment genießen? Dass allein dein Tipp, dass es darum geht, den Moment zu genießen, für ihn dazu führt, dass er weniger schnell in diesen Flow-Zustand kommt, weil er sich den Kopf darüber zerbricht, wie er jetzt den Moment genießt. Ne? Und das ist das, was Osho damit meint. Es geht nicht darum, den Moment zu genießen, als Konzept, als Idee, als Vorschlag, sondern es geht einfach darum, loszulassen, zu akzeptieren, was da ist und sich dem Moment hinzugeben. Das sind zwei komplett andere Perspektiven, die dasselbe meinen, aber unterschiedlich gut funktionieren, meiner Meinung nach. That you be present to this moment and then see what happens. Genau, jetzt hat er es auch am Ende nochmal gesagt, das ist das, worum es geht, präsent zu sein in dem Moment und dann zu sehen, was passiert. Das heißt, den Moment hinzunehmen und dann zu sehen quasi, dass dieses entsprechende angenehme Gefühl die logische Folge davon ist, wenn wir im Hier und Jetzt sind, ohne Konzepte oder Techniken aus mentaler oder kognitiver Sicht krampfhaft zu versuchen anzuwenden oder das Ganze als Lebensphilosophie zu analysieren versuchen. Und ich habe dieses Interview rausgesucht, weil es ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie man am Ziel vorbeigehen kann, wenn man einen spirituellen Bewusstseinszustand versucht, kognitiv zu analysieren. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung oftmals der modernen Wissenschaft, dass die Spiritualität hinter dem Verstand liegt und sich deshalb ungleich schwerer noch wiegen oder messen lässt, wie viele andere Sachen in der Psychologie. Nichtsdestotrotz ist die Idee, die Osho hier vertritt, und das sage ich jetzt aus meiner Rolle als Freimaurer, nicht für die Freimaurerei, aber als meine persönliche freimaurerische Interpretation, keine Besonderheit von Osho. Das heißt, ich bin vollkommen d'accord mit dem, was Osho sagt, würde mich aber gleichzeitig gerne von dem Hype um einen speziellen Guru und um eine Personifikation für Inhalte distanzieren wollen. Denn die Idee von ihm
ist vollkommen korrekt, allerdings nicht neu. Ich habe hier mal einige Beispiele rausgesucht aus Matthäus 6, jetzt aus der christlichen Perspektive. Hier steht, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Hier zum Beispiel ein Zitat, was Buddha immer wieder zugeschrieben wird: Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Oder hier, es wird dem Dalai Lama zugeschrieben, angeblich soll der Dalai Lama gefragt worden sein, was ihn am meisten überraschte auf der Welt, und er soll geantwortet haben: Der Mensch, denn er opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen, dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wiederzuerlangen, und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt. Er lebt, als würde er nie sterben, und dann stirbt er und hat nie wirklich gelebt. All diese Konzepte zielen in dieselbe Richtung. Es ist so, als wenn der Mond, wie vorhin angesprochen worden, beschrieben werden würde, einmal aus der Sicht von Osho, aus der Sicht des Dalai Lamas, aus der christlichen Perspektive. Und es gibt auch im Hinduismus und in anderen Religionen und Traditionen und spirituellen Richtungen immer wieder Hinweise auf genau diese Idee des Seins, des Präsentseins, des im Hier und Jetztseins, des Achtsamseins. Es gibt viele Namen dafür, es gibt noch mehr Konzepte dafür, es gibt noch mehr Philosophien dafür. So viele, dass Menschen sich sogar weltweit darüber streiten, welche Idee, welche Philosophie, welcher Guru jetzt der richtige ist. Und genau das ist eben der Punkt. Ich persönlich sehe für mich die Freimaurerei deshalb als positiv an oder habe mich persönlich dafür entschieden, weil sie alle Konzepte miteinander vereint. Das heißt, es können Buddhisten, es können Hinduisten, es können Christen, es können Muslims, alle können Freimaurer sein, vereint in dem größeren Glauben an etwas Höheres, was auch immer das sein mag, und trotzdem aufgrund ihrer verschiedenen individuellen Religionen oder Glaubensrichtungen Hand in Hand miteinander stehen, weil sie davon ausgehen, dass die grundsätzliche Idee eventuell eine ähnliche sein mag. Und das hier soll jetzt keine Lobeshymne sein auf die Freimaurerei, denn dann wird genau das passieren, was, glaube ich, falsch ist. Viele Wege führen nach Rom, meiner Meinung nach. Ich habe mich lediglich für einen Weg entschieden, der viele Wege vereint, weil ich mich persönlich nicht gut dabei fühle, diese generelle Idee, diese zeitlose Idee, die es immer schon gab, die es immer geben wird, die es in allen Kulturen und Religionen gab, festzuhalten und zu sagen, nur das Christentum hat die richtigen Gedanken, nur der Islam, nur Osho als Guru, nur Krishnamurti als Guru, davon würde ich mich gerne distanzieren. Nichtsdestotrotz gehe ich 100% d'accord mit dem, was Osho in diesem Video gesagt hat. Und freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du mehr aus diesem Format haben willst, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und lass mich gern wissen, was dich darüber noch interessieren würde. Das war's von mir. Schönen Tag dir. Adios.